Die Stars und ihre Mitarbeiter. Eine Verbindung, die nicht immer unter einem guten Stern steht. Da haben wir US-Schauspielerin und Sängerin Jessica Simpson. Als Daisy Duke machte sie die Männer mit ihrer perfekten Figur wuschig. Doch seit ihren Schwangerschaften ist die blonde Schönheit etwas aus der Form geraten. Jetzt fürchtet sie offenbar um die Liebe. Und um ihren Verlobten nicht in Versuchung zu führen, hat sie kurzerhand fast alle weiblichen Hausangestellten entlassen. Kündigungsgrund: jung und attraktiv. Jessica Alba feuerte ihren Stylisten, weil der im Clinch mit ihrer guten Freundin liegt. Und Lady Gaga wurde von einer ehemaligen Assistentin sogar verklagt. Die fühlte sich von der Sängerin ausgebeutet und sagt: ich war ihre Sklavin. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche soll sie für Gaga gearbeitet haben, ohne entsprechende Bezahlung. Jennifer Lopez als Chefin dürfte noch unangenehmer sein. Sie verbietet Mitarbeitern sogar, sie anzusehen, geschweige denn anzusprechen. Und wer für Naomi Campbell arbeiten möchte, sollte sich das lieber gründlich überlegen. Schon mehrfach wurde sie gewalttätig. Sie warf ihrer Assistentin beispielsweise ein Handy an den Kopf und wurde dafür sogar zu Sozialstunden verurteilt.